Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von FIFA Manager 14. Ja, lange ist's her. Das letzte Mal sah es für Hannover nicht so gut aus und das sieht immer noch nicht so gut aus. Hier ist die aktuelle Tabelle, ich hoffe, ihr könnt sie gut sehen. Wir sind gerade 15. mit Hannover. Oh, ja. Von denen sollten wir uns nicht überholen lassen von Hamburg. Was? Ich weiß nicht, was er da gehört hat. Nun gut, wir sind momentan, sind wir jetzt... Achso, Länderspielpause. Oh, und dann ging... Oh, gleich gegen den HSV. Oh ja. Ja, wir haben hier zwei Abmeldungen. Ja, der gute Lars kann rein. Und... Tschuff. Für das kleine Trainingsspiel. Ja, wir müssen unsere Leistung steigern, wenn wir bei Hannover 96, also wenn ich bei Hannover 96 weiter tätig sein möchte, und das will ich ja. Aber wenn es so weitergeht, kann es sein, dass er schnell rollende Köpfe gibt. Hört sich komisch an, aber ist so. Warte, ich muss mal kurz mein Headset. So. Ja, Hannover, das ist Sportvereinigung Billig. Ihr seid nicht in der Lage, gegen die ein Tor zu schießen. Habe ich das richtig gesehen? Was ist, wenn man eigentlich... Kann man euch tauschen? Ja, aber... Oh Gott. Ich sehe schon, gegen Hamburg werden wir eine ziemliche Pleite erleben. Was... sehr, sehr peinlich sein kann, wird. Ich habe keine Lust. Thierry Henry. Tut mir leid, The King. Los, jetzt zeigt es Ihnen, weil mir langsam das echt auf den... geht. Wir müssen auch mal ein bisschen was unternehmen, sage ich mal. Und dich motiviere ich mal, auch wenn du jetzt ausgewechselt bist. Für das nächste Spiel, für das wichtige Spiel. Weil ich habe keinen Bock, mit Hannover abzusteigen. Los geht's. Danke. Jawohl. Ja. Meine Güte nochmal. Geht doch. Ja, Juf, wenn du die Form hältst, dann herzlich willkommen. Oh, du bist wieder fit. Hey, kann man dich überhaupt hier? Okay, Falcao, wechsel einfach so spontanmäßig nach Real Madrid. Wie viel hast du denn? 30,5 Millionen. Ja? Das sind diese Transfersummen sind heutzutage, also waren damals. Naja, ob man human sagen kann, naja. Aber die waren wenigstens, ja. Könnte man sagen, okay, gut. Schulungszentrum brauchen wir noch ein bisschen. Oh Gott, ich habe keine Lust. So, vielleicht kann ich ein bisschen umstellen. Ach du Scheiße. So. Oha. Ein Huschti ist besser als ein... als ein Henri, natürlich. Ja, ich
muss hier ein bisschen umstellen. Salif Sané. Ja. Und ein Stindel. Ja, das ist alles so. Keine Ahnung. Ich würde ja auch lieber gerne Robby Kruse drinne behalten, weil. Sag mal, kannst du auch rechter Angriff machen? 69. Weil ich will ungern eigentlich Robby Kruse rausnehmen, weil er ist eigentlich jemand, den ich aufbauen würde. Sehr gerne. Aber ich könnte ihn für Bittencourt rausnehmen. Bittencourt. Ja, so könnten wir das machen. Bittencourt, ganz ehrlich. Also er ist zwar jung, ich habe ihn, ich glaube, ich habe dich auch dieses, habe ich dich transferiert oder warst du schon? Ich glaube, du warst schon. Aber er hat einfach gar keinen Platz in meinem Spielsystem. Und Chorundolo geht mir langsam, ganz ehrlich, auf den... So gern ich ihn auch mag, er ist wirklich ein sehr vereinstreuer Spieler und das rechne ich ihn hoch an, aber... Ja, jein, keine Ahnung. So. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Los, die putzen wir. Hamburg ist nix. Ey, schämt euch. Oh Gott. Oh Gott. Schuff, rein mit dir. So, wir machen da gleich volles Kaliber. So, ihr könnt das besser. Ja. Das sieht jetzt nicht mehr so gut aus, ne? Weil wenn wir gegen die verlieren, haben wir ein ordentliches Problem. Komm schon. Ja, ich bin auch frustriert. So, ich mache noch mal eine Krisensitzung hier. Oder warte. Als Strafe ein Kurztrainingslager. Hat ihr schon eins gemacht? Ja, da hatte ich eins gemacht, aber ich kann noch ein zweites, aber das ist auch das letzte Mal. Ich muss da dringend taktisch was ändern. Naja, eine kurze Rückmeldung zu meiner momentanen Lage. Die praktische Ausbildung ist jetzt beendet, also die ist jetzt bei mir vorbei. Jetzt geht's wieder in 3 Wochen dann wieder mit der Schule los, oder 2 Wochen, ja 3 Wochen. Und momentan habe ich Ferien und ich bin echt froh, dass ich Ferien habe, weil, das wurde auch langsam Zeit. So, weißt du was? Auf Wiedersehen. Ich habe keinen Bock auf Schulz mehr. Ich wechsle alles aus. Alles wechsle ich hier aus. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Und jetzt auf jeden Fall wieder Ruhe. Diese Facharbeit, die ich schreiben musste, das war ja eine Katastrophe. Und auf jeden Fall bin ich erleichtert. So, wie will ich denn spielen? Ja, wir müssen hier ein bisschen...
Kann ich bei dir noch irgendwas machen? Ich glaube, hier mache ich die paar Standards nach vorne raus. Keine Vorstöße. Tacklings, Flankenhäufigkeit mache ich mal auf 65%. Sowohl bei dir als auch bei dir, weil ihr müsst flanken irgendwie. Übrigens, die Musik ist von den Circle of the Alchemist. Ich sag's immer wieder gerne. Super Musik. Super Jungs. Ich weiß gar nicht, ich habe sie jetzt längere Zeit nicht mehr auf dem Kanal besucht. Leider, leider. Wie gesagt, also ich kam wirklich in den letzten Wochen zu, ja, fast gar nichts mehr. Deswegen bin ich jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen alles nachholen, was ich so verpasst habe. Und ja. Und auch mit den Let's Plays wird das jetzt auf jeden Fall jetzt ein bisschen regelmäßiger kommen. Zwar, es kommen jetzt nur noch also es kommen jetzt schriftliche Prüfungen noch, aber sonst, ja, wird es jetzt etwas entspannter. Weil wirklich das, was am meisten Kraft raubend war, war halt diese Facharbeit, wo man echt wirklich nicht, also ich habe zwar schon mal, also eine Hausarbeit, das ist nochmal eine kleinere Version einer Facharbeit, das habe ich schon mal geschrieben, aber man wusste echt nicht, weil das auch eine prüfungsrelevante Arbeit ist, was da alles, also was da alles rein soll, weil wir hatten wirklich nur 10 bis 12 Seiten Zeit, ja, Zeit frei. Also wir konnten nur 10 bis 12 Seiten beschriften. Und mein Thema, ich konnte davon so viel rausholen. Aber es ging einfach nicht, weil mir einfach der Platz fehlte. Und man darf ja nicht mehr schreiben, weil das gibt ja natürlich Punktabzüge. Man muss halt irgendwie die Facharbeit so gestalten, dass sie auf den Punkt genau ist. Aber da finde ich 10 bis 12 Seiten. Ja. Nicht sehr schön, aber was will man machen, weil das Schuljahr ist nicht sehr lang. Es geht nur noch bis Juni und bis Juni, da vergeht nicht mehr so viel Zeit, ne? Also es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Und da muss man echt schauen, wo man ist. Poco-Knolki, was soll denn das? Edgar Pripp. Und Andrösen lasse ich noch mal kurz drinne. Also wenn ihr einen Unentschieden packen solltet, Respekt. Kommt Leute, das könnt ihr. Bin echt fest davon überzeugt, dass er es schafft. Sogar mit Thierry Henry. So, und dann nehme ich dich auch am besten raus, weil wir können jetzt keine rote Karte riskieren. Sehr gut. Puh, unentschieden. Schön, sehr gut. Weil Frankfurt, das ist eine Mannschaft, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Da bin ich mir. Und die waren natürlich stärker. Also wenn wir jetzt das alles aufrechterhalten können, dann. Bin ich froh, weil wir haben, glaube ich, noch richtige Brocken, die kommen werden. Ach so, wir sind ja nicht mal bei der Rückrunde.